Top-Last-Minute-Tore. Nordwest. Den Anfang machten Enheisen und Leon vom HSV. Durch gutes Kombinationsspiel, einen verstolperten Directional Nutmeg und der nötigen Portion Glück sicherten sich die Hamburger den 2:1-Sieg gegen Spitzenteam Bochum. Im Nordderby zwischen dem HSV und dem 1. FC St. Pauli rettete Erol in der 90. Minute noch gerade so das Unentschieden. Durch eine klasse Schusstäuschung bei der Ballannahme brachte er sich in die gefährliche Schusssituation und zog eiskalt ins untere linke Eck ab. Kurz vorm Abpfiff bewies auch der Braunschweiger Alex Czapi Nerven aus Stahl und machte den Sieg durch einen Flachschuss in die Torwartecke klar. Etwas Glück war dabei, nach den Übersteigern hätte sich der Paderborner Godley fast den Ball geschnappt. Das Favoritenduell zwischen Bochum und Gladbach war ein wahres Torfestival. Das entscheidende 5. Tor schoss Cihan, indem er sich mit der Schusstäuschung in den Stand und dem anschließenden La Croqueta genug Platz für den Pass in die Mitte verschaffte. Pass, Hacke, Tor. So verwuselt hat sich Benny Pfeiffer in der Nachspielzeit vor das Tor vom Wolfsburger Bene CR7 gespielt. Mit dem anschließenden starken Abschluss in die lange Ecke sichert er sich und den Kielern den Sieg.